Hi, mein Name ist Kamil und ich spreche kurz und knackig über ein Thema, worauf ich immer wieder von Fußballern angesprochen werde, und zwar Ernährung vor und nach dem Spiel. Vor dem Spiel sollte es kohlenhydratreich sein mit ein wenig guten Fetten. Protein ist aber nicht so wichtig. Vor allem gut sättigende Lebensmittel mit längerkettigen Kohlenhydraten sollten dabei im Vordergrund stehen, um die Energiespeicher langfristig zu füllen. Dazu gehören beispielsweise Lebensmittel wie Vollkornnudeln, Kartoffeln, ein gutes Brot oder mein persönlicher Favorite, ein gutes reichhaltiges Müsli mit Obst und Nüssen. Schau, dass du die letzte Mahlzeit ca. 2-3 Stunden vor dem Spiel oder vor dem Training gegessen hast, so dass bis dahin auch alles gut verdaut ist. Falls du merkst, es kommt nicht ganz hin zum Training oder zum Spiel, dann kannst du immer noch zu einem Snack greifen, zum Beispiel dem Klassiker der Banane. Dagegen sollte man weniger auf voluminöse Lebensmittel setzen, wie Gemüse oder Salat, die sonst natürlich top sind und auch zur absoluten Basis gehören, keine Frage, aber jetzt für diesen Zweck nicht optimal sind. Selbstverständlich sollte das Essen natürlich auch gut schmecken und natürlich auch gut verträglich sein. Das ist natürlich immer eine ganz persönliche Sache. Viele vertragen beispielsweise Milchprodukte nicht so gut. Bei mir persönlich sind es so aufgekochte Sachen wie Bohnen oder ein aufgekochtes Gemüse. Nach dem Spiel oder nach dem Training hast du durch vieles Schwitzen viele Mineralstoffe verloren und deine Glykogenspeicher sind geleert. Das gilt natürlich beides wieder aufzufüllen. Direkt danach eignen sich besonders gut hierfür isotonische Getränke, wie beispielsweise ein Krombacher 0,0, was logischerweise nicht nur den Flüssigkeitsverlust ausgleicht, sondern mit gut und schnell verdaulichen Kohlenhydraten und vor allem auch mit Elektrolyten den Mineralstoffverlust wieder ausgleichen kann. Außerdem kommt hier auch wieder die Banane ins Spiel, die auch nach dem Training ein super Snack ist, beispielsweise mit Quark oder mit Joghurt gegessen. Mit etwas Abstand darf es natürlich dann auch eine vollwertige Mahlzeit sein, zum Beispiel Reis mit Gemüse und einem fettigen Fisch. Das waren meine Tipps zum Essen vor und nach dem Spiel. Wie immer gilt natürlich, selber Erfahrungen machen und selber rausfinden, was für einen gut funktioniert und was für einen vielleicht nicht so gut funktioniert. Bis zum nächsten Mal, euer Kamil. Ciao.